Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier im Arsch. Wir holen noch mal einen Schwung Schweine für den Schlachter. Die brauchen mehr Schweine. Die wollen arbeiten. Wollen sie. Die Maisernte läuft noch und wir pflügen noch fleißig. Die Ernte ist auf Feld Nummer 4 voll im Gange. Aber das klappt einigermaßen. Und ansonsten auf 3 Felder aktuell gepflügt. Nacharbeiten auf Feld Nummer 1 von der Musik noch, haben wir nicht geschafft. Aber das machen wir ja, sobald wir die Schweine Stall leer haben, ne? Damit sie mir nicht so alt werden. Beziehungsweise ja, zu fett. Weil die haben auch Futterprinzip jetzt nur für, naja, für heute und für morgen. Morgen wird Futter alle. Ich meine, das Futter kostet kein Vermögen, also das wäre mir den Augenblick auch egal. Hauptsache, es stirbt kein Tier, ne? Dann ist ein Verlust der größer, ne? Da sind unsere Ferkel. Normalerweise ist der neue Stall für die Ferkel. Der muss auch nochmal gemacht werden, aber füttern ist morgen früh dran. Ne? Das kommen wir heute nicht zu und auch nicht die Woche. So, haben wir noch ein paar, ne? Weiß gar nicht genau wie viele. Nicht voll. Da muss ich mal gucken, ob wir im anderen Stall auch schon Tiere haben. Die dann theoretisch. Das sind die Maststallen, also 1,6. Das ist unser Nachwuchsstall, also mit Muttertieren. Gut, der fällt aus. 52 ist echt zu wenig Gewicht. Die anderen sind noch weniger. Da ist noch keiner bei. Den einen werden wir noch nehmen. Egal, ne? Der muss mit, der fühlt sich da so alleine. Dann können wir die beiden Ställe verkaufen. Der ist auch nicht ganz schlachtreif, der hat ein bisschen einen Buckel. Da könnten noch einen Tag oder so oder zwei. Aber wegen einen mache ich jetzt kein Tamtam. Das ist jetzt. Ne. 0,5. Was soll's, ne? So, das fahren wir noch weg zum Schlachter. Und dann können die beiden Ställe verkauft werden. Dann kommt der gleiche Stall, der rechts ist, ganz nach links. Dann kommt in der Mitte. Ja, rein theoretisch eine Halle. Vielleicht die, ja, weiß ich genau, ob das sich lohnt. Zumindest so ein Silo, also Produktion können wir noch nicht machen. Wir haben halt zu wenig auf Lager. Also, weil unsere Schweine brauchen keine Rüben und keine Kartoffeln. Das ist nicht notwendig. Bei Season ist das nicht notwendig. Schon gar nicht roh. Die Zuckerrüben sind eh nicht geeignet dafür. Die Schweine würden sich ja die Zähne ausbeißen. Viel zu hart. Und da muss man andere Rüben für nehmen. Da gibt es spezielle Rüben, Futterrüben. Aber die müssen gereinigt werden und gewaschen werden und entsprechend verkehrt gefahren. Ja, die kann man so nicht geben, ne? Also die müssen auch zerkleinert werden. Würde man so nicht machen, ist zu teuer. Wir hatten immer zu Hause Frucken gehabt, das ist so eine Art Kohl. Und die wurden dann vorher gekocht. Ist leichter verdaulich für die Tiere. Obwohl ein Wildschwein an sich sowas nicht braucht, aber Hausschweine kriegen schon zubereitet, ne? Nur halt ohne Salz. Ne?
Ansonsten Getreideprodukte, grob gemahlen, ne? Schrot nennt sich das. Und Kartoffeln, das ist die Haupt. Kartoffeln werden auch im Winter meist noch sauer eingelegt, also dass sie im Prinzip haltbar sind. Heute vielleicht nicht mehr, aber früher auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie bei Silage. In der Miete rein, aber die werden zugedeckt mit Plane, also ohne Verdicht. Das sind nur, oh, die werden vorher gekocht. Sonst war das nichts. So, das waren noch 22, dann haben wir die Brennstelle alle. Durchdrehende Reifen, ja, da müssen wir gleich hin. Wie gesagt, das Vorgewende ist zu wenig gewesen. Gut, das ist dann beim nächsten Mal so ein Flower, ne? Ist der linke gewesen? Rechte. Der Vorsprung praktisch weg, ne? Wir müssen leider beibleiben, weil der andere LKW, der Traktor, mal sehen, wohin fährt. Eigentlich erkennen die sich normalerweise. Die Pfeile gehen zu mir, ne? Gut, dann sind wir verkehrt. Dann müssen wir hier anders fahren. Die nächste Bahn. Muss ich gucken. Das wär, na, hier wollte er rum. Wie gesagt, das Gebäude hat gestört. Aber ein Vorgewende mehr wird besser. Aber bei Verband, da musst du dann vier nehmen. Ne? Also zwei. Wenn du zwei nimmst, für jeden zwei, macht dann vier. Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Was hinterher immer schlauer. Mal die Ecken mitnehmen hier. Ups. Ich tue ja schon so, wenn ich mit drin sitze, ne? So. So. Kann er weitermachen? Der Bursche. So, da wird der andere auch Probleme machen, denke ich immer. Wenn wir gleich da sind, einsteigen. Zumindest mitfahren. Ach, Gustav. Schauen wir mal, ob der Probleme macht oder nicht. Wenn er Probleme macht, können wir eingreifen. Beim Flügen läuft alles, sehe ich gerade so, mit 12 km/h. Oder eine Wende wahrscheinlich gerade erst. Wenn die 8 km/h fahren, dann ist es Zeit zur Reparatur. 9 eigentlich schon. Aber 12 ist die maximale Geschwindigkeit. 12, 11 und 10, das kann man, damit kann man leben. Ja, das habe ich gedacht. Ich kenne dann meine Pappenheimer hier. Die machen wir zu wollen. Der Wenderad ist so und so. Schade, das eigentlich müsste eigentlich beim Helferklapse auch. Vielleicht brauchen wir noch eine neue Kursversion. Da ist das Problem nicht mehr vorhanden. Da sind nur Bäume. Gut, Bäume. Ja, können sie verfehlen, ne? Gut. Nacharbeiten, flügen. Wie gesagt, da muss ich noch richtig nacharbeiten. Der muss zurückgefahren werden. Bei Gelegenheit. Wichtig ist wie immer flügen. Wie gesagt, zu 200% muss es nicht sein, aber halt. Im Groben soll das schon passen. Ne? Weil
macht ja ungefähr 10% des Vertrags aus. Und die wollen ja eigentlich viel ernten, ne? Denn morgen haben wir einen Tag Zeit, da wird man mal viel Arbeit anlegen, ne? Anstellen, ne? Aussaat, ja, Weizen und Gerste, seid mal ganz vorsichtig. Da muss ich mal schauen. Lass mal kurz den Helfer fahren hier. Dann können wir schauen, ob wir da machen wollen. Also wir haben jetzt drinne Weizen haben wir jetzt, das ist nicht unser Feld. Zwei sehe ich aktuell. Raps haben wir 2, 13 haben wir nicht, das ist Gerste. Raps haben wir einmal die 44 und die 54. Hier soll später Hopfen im Frühjahr. Wenn es rein technisch noch das geht, aber mal sehen. Naja, eher nicht. Also der Mais, da sehe ich schwarz. In Anführungszeichen. Das hat nicht reif wird. Häckseln vielleicht, aber gut. Gerste, Gras. Hier 12. Das ist noch eine Option für. Wir haben 1, 2. Weizen ein bisschen wenig, ne? Hier kriegen wir Platz. Ich müsste hier eigentlich Gras wieder reinmachen. Das sind so eine Flächen für Gras eigentlich ideal. Ja, hier auf jeden Fall. Dann morgen auf jeden Fall noch mal, das würde sich anbieten. Hier ist Gerste, auch Gerste. Dann wird hier Weizen reinkommen. Und hier auch Weizen. Dann noch ein großes Feld mit Gerste und zwei Weizen. Hauptsächlich vergesst es nicht. Das scheint er jetzt zu packen. Dann können wir uns um die nächste Sache kümmern. Hoffe ich kurz. Irgendwas finden wir schon. Das scheint zu klappen jetzt. Dann können wir uns um die Milch kümmern. Wir müssen ein bisschen Grundlagen verdienen, ne? Die Schweine bringen noch kein Geld, die müssen immer die Milch noch gut ist. Zum Glück ist das hier nicht so realistisch. Sonst wäre die Milch schon sauer. Zumindest nicht geholt wurde. So. Schauen wir mal, hat die Milch gesagt. Wir noch Platz haben. Oh, Düngerrick muss auch noch bedient werden. Da stehst du auf dem Bremse. Ich hab noch eine. Zum Glück ist mein Sitz fest verbunden und dann würde ich sofort hinten gegen die Wand gedrückt. Wo das ziemlich weit wäre, aber mit der entsprechenden Anfangsenergie und Schwung. Oh, das dauert lange. Ja. Was macht eigentlich ohne Düngerfabrik? Hat der Mist? Mist könnten wir herbringen und Gärreste könnten wir auch. Der ist kein Traktor dran. Ne? Oh. Dann müssen wir ganz kurz den anderen LKW holen. Der ist ja auch noch da, ne? Das ist weit weg. So, den fahren wir jetzt zurück. Da können wir mit denen nachher den Mist und die Gärreste holen für Dünger. So. Die würden dichter rangehen, hören wir den LKW nicht, ne? Oder zur Innenansicht. Wo weit ab ist, mal wir geht ganz schnell. Dann fahren sie mal weiter von dem Fahrzeug.
So, das ist ein Viehtransporter. Ich stelle bei den Kühen ab. Die müssen ja irgendwann umgestaltet werden. Aber das ist heute nicht so wichtig. Das kann auch morgen gemacht werden. Weil dann müssen die auch versorgt werden. Eine Stalle, der eine Stall hat ja nur das Futter nur für die gewisse Anzahl an Tieren. Das können wir hier vorne hinstellen. Dann holen wir gleich die Gärreste weg. Oder holen die Gärreste, weil die ist ja nämlich. Dann müsste die Milch auch schon wieder alle sein. Vom Laster her irgendwas. Dann können wir die gleich mal holen und auffüllen. Da haben wir richtig schön Arbeit. Eigentlich will ich noch die Gülle von Dings verkaufen, aber gut. Wir schauen mal. Das ist ja nicht heute, muss ja nicht verkauft werden, ne? Also. So. Dann noch was drin war, das kann passieren. Ups. Den Rest, den machen wir gleich leer und dann. Dann geht gleich rüber zur BGH. Muss mal sehen, dass man irgendwann mal nebenbei die Silage verkauft. Oder mal mit Dings programmiere. Ein Outdrive oder mit Crossplay. Ein Radlader. Also die Lade mache ich in die Fabrik rein. Dann kaufe ich lieber zwei Fabriken und dann da mache ich mir leichter, das arbeitet besser. Und da kann er auch mit Outdrive fahren, ne? So, jetzt wollen wir schnell die Gärreste holen. Beziehungsweise rüberfahren, auffüllen und dann werden wir nebenbei die Milch wieder auffüllen und dann, ja, noch später, wenn wir es gemacht haben hier mit der Gärreste, werden wir dann entsprechend den Mist hinfahren, ne, dass der heute Nacht noch mal voll arbeiten kann. Und wo heute Nacht noch nicht so weit kommen zum Schlafen, das Maisfeld muss geerntet werden, das ist ganz wichtig. So, der Stall ist leer, das ist gut, dass wir ein Ziel geschafft. Können wir hier rechts den Rosen hinbauen. Und dann können wir den anderen Stall, oder ich finde so einen Stall, der ein bisschen kleiner ist. Mal gucken, ob sowas gibt. Jetzt weit weg, der muss schon noch überfahren, ne? Das können wir nie nutzen, müssen wir verkaufen. Aber wie gesagt, mit Outdrive kann ich hier nicht verwenden. Verwenden kann ich schon, aber ich muss den Kurs extra einfahren, ne? So. Bin eingestiegen. Das muss noch laufen, die. Das muss. Nutzt auch nichts, ne? Starten. Das ist ein bisschen. Hat noch ein bisschen Reserve. Ja, das ist da drin. Ich finde es immer so drollig. Man muss einen Motor starten. Aber gut. Das lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen. Ne? Ich meine, gut, das fürs Christe per Hand nicht geschoben, glaube ich nicht. Den kleinen vielleicht ja. Aber den großen wird schwierig. Den musst du höchstens mit einem LKW oder mit einem kleinen Traktor zusammenziehen. Zusammen, dass es lenkbar ist, ne? Wir kommen auch so mit klar. Das kann man irgendwie deaktivieren. So. Gerade und nach vorne. So lang wie möglich machen. Dann müsste das noch funktionieren mit den anderen. So. Das koppelt sich nicht an. Es gibt nur Probleme mit Einsteigen und. Muss entladen werden. Kein Problem. Das müsste so passen. Sind zusammen. Das ist denn
So. Motor starten. Jetzt aus der Not lasse ich nur einlaufen, ne? Wir müssen ja mal ausziehen. Ausziehen ist gut. Auf die maximale Länge bringen, ne? Um die Ecke. Mal sehen, was reicht. Wie gesagt, nächstes Mal will ich hier die Silos vielleicht verkaufen. Das ist ein Doppelsilo. Ist Anführungszeichen verpackt. Bin links und rechts die Lage, also wird nicht verarbeitet. Von daher ist es sowieso ein Anführungszeichen. Ungünstig, so. So gesehen. So. Da muss ich schauen, ob das reicht. Grunde haben wir Glück, dass die KI-Fahrzeuge hier nicht langfahren wollen. Sonst hätten wir jetzt schon mehrere Probleme gehabt, weil die mittendrin im Kurs drin sind, ne? So. Wenn wir Glück haben, ist es lang genug. Wenn wir Pech haben. Na, weiter geht's nicht. Gucken wir mal, ob da noch ein Trigger drin ist. Ne, nicht ganz. Ein bisschen nach rechts. Vielleicht ist es deine. Ein bisschen aufwendig, ein paar Meter werden fehlen. Verwechseln wir vor und rückwärts. Oh, Überlänge. So, liebe Leute, das war's für heute gewesen. Seid, ich sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Tschüss. Und morgen sehen wir wieder.